Deswegen hat sie doch nicht mehr alle, nur noch Berghof. Also nicht. Wie lange sind wir denn unterwegs? Hubert, ja? Wie ist das eigentlich, so ein Kameramann bei sich zu haben? Das ist praktisch. Das ist praktisch? Ja. Ja? Ja. Okay. Und was das noch toller ist, hä? Bei der nächsten Tour ist der Kameramann wieder dabei. Ja. Nur bei der nächsten Tour wird es Gehaltsverhandlungen geben, mein Freund. Und das lasse ich mal gut bezahlen. Ja? Ja. Mal gucken, wann du noch der Rucksack drauf. Kennst du das? Du der Rede. Hau ab jetzt. So, ihr habt es ja gerade nicht mitgekriegt. Der Hubert ist ja ein bisschen schüchtern. Aber er sucht für seinen YouTube-Kanal eine Kamerafrau. Bewerbung bitte unten an die E-Mail-Adresse in der Infobox. Größe so zwischen 1,60 Meter, 65 Meter. Wäre ja schlecht, wenn es ihm überragen wird. Outdoor begeistert. Am besten aus der Pfalz. Wobei, mit dem Saarland hat er sich jetzt auch angefreundet. Sportlich, gut aussehend, muss kochen können. Muss Kaffee lieben. Und wenn er so abends noch in Bacon entwickeln kann, dann ist alles perfekt. Und dabei muss noch die Kamera halten. Also, so wird es schon recht gut haben beim Hubert. Ja, Kevin, du hast ja auch was davon. Also bin ich auch nicht mehr zusammen. Vielleicht. Also ich muss sagen, Leute, upsa, der Wildnistrail ist im Winter schön, der ist im Spätsommer schön. Es lohnt sich wirklich, denn zu gehen. Sehr, sehr schön hier. Richtig geiler Weg. Unfallfrei da runter. Handschuhe haben wir ja vergessen. Ich ahne das da, oder? Das ist doch alles ein Stress. Danke. Hey, danke schön. Ja.
Dann machen wir jetzt mal anständig Mittagspause. Und dann müssen wir mal gucken, wo unser Weg lang führt, weil die GPS-Daten auf dem Hubert seinem GPS-Gerät stimmen mit der Wegführung überhaupt nicht ein. Und hier in der Nähe soll irgendwie eine Schutzhütte sein, die wollte man eventuell zum Übernachten holen. Haben sie aber noch nicht gefunden. Also verloren in der Wildnis. Verloren in der Wildnis. So sieht's aus. Am Verhungern sind wir auch. Ach, sind wir so arm. Ja, ganz schlimm ist das. Darf ich dir eine Scheibe Brot anbieten, Hubert? Ach, nimm mit Brot. Hä? Kommst du mit Brot her? Ja, guck mal hier. Ein gesundes Vollkornbrot her. Hör mal. Erlaub. Ja, da hol da doch. Nicht, dass du nachher noch mal weinst, du willst nichts zu essen kriegen. Ja, ja, weil ich so unernährt aussehe, gell? Mhm. Ja, genau. Ja. Darfst du auch da Leona holen? Nein. Ich muss gucken, dass mein Rucksack leer wird. Ja. Gab schon Touren, da hat es funktioniert. Ja, wir es gab schon Touren, da hat es funktioniert. Mahlzeit. Mahlzeit. Kann ich noch Baby Bell? Nicht so weitermachen, ich hier gleich ein kaltwarmes Büffel aufgebaut. Ja, ja. Ja. Macht aber immer so. Ich habe wieder Essen dabei für, ich weiß gar nicht, über Tag. Das ist nicht schlimm. Nächstes Mal muss ich mal zu Hause. Ja. Was kriege ich denn eigentlich zum Geburtstag von dir? Also ich habe bald Geburtstag. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ich habe bald Geburtstag. Hier war doch was. Ich habe es dir aufgeschickt. Hast du die Wunschliste noch nicht zugeschickt? Der Postbote hat gesagt, die ist so schwer, die kriegt er nicht aus dem Auto. Dann habe ich gesagt, das soll sie wieder mitnehmen. Ich habe die per Mail geschickt. Dann die Excel-Liste. Also unterwegs abgestatzt. Ja, ja. Da ist noch was Süßes, gell? Hm? Das sind noch Süßes da. Ja, ja. Haben sie auch noch eine Menge dabei. Heilig ruhig. Ja. Das ist auch ein schönes Plätzchen hier. Ja, hast du gut ausgesucht. Ja. So, die 100 Gramm sind schon mal weniger. Die riechen gut. Hä? Die 100 Gramm, die riechen gut. Lieber Freund. Ich hab's aber angeboten. Ja, die Noten. Geht der Kevin in die Schlafposition und dann war's das für heute. Ja. Heute Morgen wollte er noch ins Hotel, ne? Du wolltest ins Hotel, fang jetzt schon wieder damit an. Jetzt bräuchte Hubert nur das Tarp drüber so spannen und die Welt wäre in Ordnung. Du hast auch alle Variationen dabei, oder? Jupp. Er hat ja gesagt, Test-Tour. Oh, die sind gut. Oh, was Sache ist. Ja, wir sind verloren. Wir sind total verfranst. Ne, ohne Scheiß. Wir wollen unbedingt an diese Pascal-Hütte. Aber die kann auch nicht weit weg sein. Aber die ist irgendwie nicht mehr eingezeichnet. Und jetzt versuchen wir die aufs gerade wohl irgendwie so zu finden. Was wir wissen, was wir rausgerückt haben, dass es eine Selbstversorgerhütte ist, also wird da cool sein. Aber vielleicht hat man da Platz, sich irgendwo ein schönes Nachtlager zu machen. Oder, nächste Variante,
jetzt unterwegs findet man ein schönes Plätzchen, wo man sagen, jawohl, das ist es und da bleiben wir. Und ja, wenn ihr weiter dran bleibt, werdet ihr erfahren, ob wir unser Ziel erreicht haben. Das heißt also, wir sind jetzt nicht mehr auf dem Wildnistrail, wir sind jetzt einfach nur in der Wildnis. Was auch kurios ist, ist, dass wir, also Hubert hat ein GPS-Gerät dabei. Ich habe auf dem Handy geguckt, auf zwei verschiedenen Seiten. Und es gibt von diesem Wildnis Trail irgendwie auch zwei verschiedene GPS-Tracks, die irgendwie gar nicht zu der ausgeschilderten Route, die wir heute Morgen gelaufen sind, zusammenpassen. Die Pascal-Hütte ist auch komischerweise auf dem Wildnis Trail ausgeschildert. Aber wir finden sie nicht. Und wie der Hubert das schon gesagt hat, jetzt gehen wir halt eben ein bisschen auf die Suche. Wir haben ja auch noch Zeit. Das ist, ich glaube, 2:30 oder irgendwas. Wir haben dafür jetzt einen sehr schönen Weg hier gefunden. Oh, 3:30 schon, naja, gut, egal. Ja, wie gesagt, dranbleiben. Könnte noch spannend werden. Stimmt's? Ja. Fieser Auftritt. Ja. Das ist wieder so ein Hubert-Spezial. Gleich geht's wieder querfeld ein den Berg hoch. Ich weiß es jetzt schon. Noch geht's. Wahrscheinlich lacht er jetzt hinten dran, oder? Ja, ja, komm. Zähl nicht. Brauchst du nicht aus dem Bild zu gehen, Kamerad? Ja, ja, ja. Dranbleiben. Jetzt ist noch ein wenig Asphalttreten angesagt. Wir sind beide am Rätseln, wo diese Hütte sein soll. Entweder stellen wir uns total doof dran oder irgendwas stimmt mit der Beschilderung nicht. Auf jeden Fall folgen wir jetzt mal dem Weg. Und laut Google Maps müssten wir dann auf diese Hütte stoßen. Der Hubert findet sie auch nicht auf seinem GPS-Gerät. Keine Ahnung. Den Weg hier vorne. Aber das Schöne ist, wir haben Zeit, wir haben Bock zu laufen und deswegen ist es uns auch egal, wo wir jetzt rauskommen, oder? Jo. Spielt doch gar keine Rolle. Spielt keine Rolle. Also, wir wollen 2 Tage draußen sein, das machen wir jetzt und gucken wir einfach mal. Der Weg ist das Ziel, auch wenn das noch nicht bekannt ist. Tja, wir haben sie gefunden. Aber es ist privat besetzt und ganz verstehen tue ich es jetzt nicht, weil sie um Trail ausgezeichnet ist. Als Wegweiser. Und wenn du dann herkommst, ist nichts, ist nur immer eine Schutzhütte. Okay, uns macht das ja nichts, weil dann legen wir woanders hin. Gehen wir woanders hin. Checken wir mal, was GPS, ob wir noch irgendwo was finden. Und dann gucken wir mal. So. Wir haben gerade Beschluss. Kevin, was haben wir Beschluss? Dass wir hier bleiben. Mitten im Wald. Also die Hütte war hier ein Flop. Und laut Huberts GPS-Gerät sind wir aber genau auf dem Wildnis-Trail wieder, was aber nicht sein kann, weil hier nämlich keinerlei Beschilderungen sind. Und jetzt sind wir aus dem Naturschutzgebiet rausgelaufen, haben uns hier irgendwo in einem Wäldchen ein kleines, gratis Plätzchen gesucht. Und da werden wir jetzt die Nacht verbringen. Schlafsack ausrollen, ein bisschen Körperpflege machen, was essen. Dumm schwätzen und dann schlafen. Ja, so wollen wir das machen. Und das ist das Wäldchen, in dem wir heute Nacht übernachten. Wir sind am Überlegen, beziehungsweise wir werden es nochmal riskieren,
ohne Tarp zu übernachten. Es wird uns heute Nacht nicht schon wieder der kalte Regenschauer erwischen. Ein schnelles Lager für die Nacht, nichts Großartiges. Einfach Boden planen, Isomatte und Schlafsack, beziehungsweise bei mir noch Biwaksack. Der Hubert, der alte Trapper, hat sich schon bequem gemacht. 17 Kilometer, hast du gesagt, ne? Ja, knappe 18. Ja, knappe 18. Ja, bei ordentlich warmem Wetter, also war noch gut geschwitzt. Aber jetzt ist Feierabend. Ja, da wir ja mit Regen nicht rechnen, haben wir uns jetzt einfach hier mitten in den Wald gehauen. So, das Nachtessen wird vorbereitet. Bei mir gibt es Chili con Carne. Wie immer, oft selbst gemacht und unter Automat gedacht. Und auf der Tour habe ich das dann in dieser blauen Flasche gehabt. Hier mit Wasser, dass es wieder einweicht. Und das wird jetzt mal aufgekocht, dann ist schon gut. Beim Kevin, weißt du, was gibt? Bei mir gibt es hier vegetarisch Muschelnudeln mit Frühlingsgemüse in Kräutersoße. Mein lieber Mann. Okay. Ja. Wir genießen das jetzt hier. Die Abendstimmung. Den Sonnenuntergang. Und sehen uns dann wieder morgen. Tschüss.